Ach nee. Sag mal. Oh, wie niedlich. Oh, wie niedlich. Yeah. Schön. Nee, rosa hätte gestanden. Ich mag aber kein rosa. Mit hey, hey. Ich mach doch gar nichts. So Leute, jetzt habt ihr Beweis, tun wir Fahrt nicht richtig. Das heißt, der fährt nicht richtig, das heißt, der fährt nicht richtig. Es fällt sich gemischt mit Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, Kauderwelschdeutsch. Ja, das ist wirklich gemischt. Mischmasch. Ja, genau. Aber trotzdem, das Pfälzisch gefällt mir. Mhm. Pfälzisch? Mhm. Pfälzisch für Anfänger. Das ist da keine Sprache, das ist ein Zugstand. Nein. Ja, kommst du nicht vorwärts, mein Gott, ey. Jo, wenn der so einen scheiß Mutigen hat, der soll nicht so langsam fährt. Wer fährt ab, Mike? Ich seh nix. Ja, eben. Ja, musst du schön machen, sonst wirst du gekündigt. Ja, eben. Egal, ich bin eh nicht angestellt. Aber du warst jetzt angestellt. Das ist Gastarbeiter hier. Ja, ohne Lohn. Ausbeuter. Sklaventreiber. Ey, du hast jetzt einen Trecker gekriegt, also das ist dein Lohn. Echt jetzt? Geld's wie vor. Der hat über 180.000 Euro gekostet. Ja, siehst du. Mehr Lohn kannst du gar nicht haben. Nimmst du doch aus der Brotkasse. Leider nein. Ich bin einfach viel zu schnell hier, der zaudert keine Gulli. Du musst ab und zu auch mal die Bremse treten, ne? Schon. Musst du das? Was machst du denn da unten eigentlich? Fährst du irgendwie abkürzen? Ja. Da ich. Mitten auf die Map? Voll. Ja. Na, ich bin doch hier, ja. Bei den Und das muss alles noch gehäckselt werden. Oh nein! Ja, sind noch zwei andere Felder, ne? Oh nein, leck mich doch! Nein! Also das ist doch gespunnen, also, sowas. Also Markus, wir verstehen dich momentan gerade gar nicht, ne? Was? Ich heiße Herr Ruff, ne? Herr Swiffer! Warum gibt denn die alles das draußen hin? Hä? Ja, die Leute, wo ihr abkippen, die kippen alles nach außen. Ja, wenn du so scheiß Dreck kaufst. Ja, es ist aber das liegt doch an euch, die ganze Dreck. Geizkragen bist du. Geizkragen, ja. Noch Geld ausgegeben. Für Drecker. Dafür ist doch der Schieber da, oder? Dann nimmst du den Lapp und wischst es weg. Hier Allrad hier oder was hier? Keine Allrad. Natürlich Allrad, ganz einmal. Bei dir hackt der Schritt. Bei mir hackt der Schritt. Ja, Markus, wir verstehen dich auch gar nicht. Komm nicht hoch hier. Da muss man deine Kinder wieder aus dem Internet. Die sollen ins Bett gehen. iPhone weg. Nimm mal das iPhone ab. Da geht's wieder. Extra Router für die Kinder. Ja, WLAN. Ja, kann man sich auch vom Nachbar einloggen, ne? Markus, du musst das anhängen, sonst geht's nicht. Ich muss schreiben. Okay, wenn du dich gerade hier von vorne hier. Also Markus, wo du mich begrüßt hast, habe ich ihn nochmal richtig gut verstanden, ne? Ja, ich glaube, er hatte nicht mal irgendwas vorne dran angehängt. Was hat er unten dran angehängt? Unten dran? Nee, er hat hier den Radlader. Ich gerade hier. Nein, Markus, Papa, bei uns ist es voll abgehackt. Und versteht nichts. Fragst doch Markus, ob ich den Dings runter machen hier, die Dings da, ne? Ja,
ja, das ist total unrealistisch, was er da macht. Ja, da muss man deine Dings da wegmachen. Da. Der Container, der LKW-Anhänger richtig runter machen. Das macht man eigentlich vorher, jetzt brauchst du nicht mehr machen, das gibt's auf dem Feld ab. Ist der GI und dann. Nein, mach das bloß jetzt nicht. Dann fahr so erstmal in die BGA, sieht ja keiner. Ja, doch, doch, das sieht schon. Ist der Beweis, gell? Scheiße, aber hier wurde Scheiße gebaut hier. Jetzt scheint mal durch Scheiße. Er schießt keiner da, weil wir sind so viele da, was läuft. Naja. Warte, warte. Ja, ja. Wenn die Leute erstmal eingefahren haben, ne? Kommen wir eh nicht durch, ne? So, jetzt du. Oh, gut. Ja, wir müssen ein bisschen rausgehen. Also Mike, du musst das nächste Mal SDRG, wenn der leer ist, RGI drücken und dann musst du nochmal SDRG, dass er runterfährt. Das wird das schon sehen. Bilder folgen. Ja, wenn der Anhänger, ich sag doch, wenn der Drecker leer ist. Also der kommst du weiter? Wir checken noch den, mal gucken. Das war vielleicht ein kleiner Bus hier, aber mehr geht nicht. Du Sau. Komm nicht mal hoch. Bummst mal nochmal. Oh. Alter. Gell, gell's wie vor immer so viel, gell? Oh, jetzt kommst du dran. Jetzt komm ich dran. Ja, jetzt bist du dran. Wo sind eigentlich deine Windeln? Ich hab keine gesehen. Ja, sind sie hier drauf. So. Steig mal aus, ich will gucken. Nö. Hab ja Hose drüber. Jetzt siehst du aus. Nee, never. For you nicht. Wieso nicht? Hast Angst? Ja. Angst und Respekt vorm Alter, ne? Mhm. Du wirst jetzt auch 2 Tage ein Jahr älter, ne? Ich weiß doch nicht, wie alt du wirst, aber egal. Interessiert keinen. Das Video läuft immer noch, gell? Ja, klar. Kann ruhig jeder wissen, dass Mia in 2 Tagen Geburtstag hat. Ja, das Video kommt erst nächste Woche. Also, in K-Woche 10. Also, Woche vorher hatte Mia Geburtstag. Genau, noch alle schön gratuliert. Du Penner. Du bist gleich voll. Nein, ich bin schon lange voll. Ja, das weiß ich. Und tschüss. Das hast du wieder Pause, ey. Die hat mir den besten Job ausgesucht. Ja, gell? Aber da bleibst du, wenn sie nicht an Bäume hängen, ne? Wie Tune war vorhin schon gesagt hat, ne? Ja, entweder an der Bäume oder an der Hauswand. Aber die Jungs müssten ja auch bald wieder kommen. Sind ja alle leer. Ach, schon mal schiebt. Schon aus dem Weg. Wer liebt, der schiebt. Ich komm ja nicht mehr hoch hier, was? Scheiße, was ist das denn? Ja, viel Spaß beim Hochfahren. Ja, du sollst ja auch nicht mit dem. Deswegen haben wir extra Excel-Hänger. Musst du vor. Fäll ich mal nicht so an. Mhm. Klar. Ja, immer bitte jetzt so. Ich komme noch. Warte mal, ich hole meinen Drecker hier eigentlich. Was so Ritter findet? Kannst du mal hochfahren? Gib da vorne mal eine Schaufel hin. Es ist Markus in meinem Drecker. Markus ist in meinem Drecker, nee, egal. Da steht noch einer auf dem Hof. Egal, ist 88. Wir brauchen ja mal einen Anfang, ne? Ja, man muss hier nur schön. Schön lecker. Du willst denn hier die Kitten wegmachen hier, die. Ja, die kommen ja dann zum Schluss weg, wenn es hoch genug ist.
Ja, du kannst es dir oben, ja, oben gleich machen. Radlader stecken bleibt, ist auch scheiße. Ja, du darfst die halt nicht zubauen, ne? Glaube ich ja nicht. Ich muss ja noch verdichten hier. Scheiße. Hey, was willst du denn von mir? Abkippen. Halt doch dein Ding nicht schon. Du Sau. Ja, mach einfach seine Hosen auf und kipp die an das Zeug. Nicht der Windeln an. Doppelbereifung wäre ja auch nicht schlecht gewesen. Hier. Boah, nee, das ist mir zu blöd, jetzt so weit wegzufahren mit dem Ding. Ja, es gibt auch hier platzierbare Werkstatt. Ja, du brauchst jetzt bloß am Anfang hier, da wo das Video anfängt, alles hochzuschaukeln. Mhm. Ja, brauchst nicht machen. Oder zur Not gibt die Leute noch ein paar Dinger hin. Ja, auch wenn du deinen Arsch weghalten würdest, würde es auch gehen. Ja, ja, jetzt bleibt man ganz unruhig hier. Da schiebst du einfach was so rausgefallen ist, schiebst du einfach mal hoch. Ja, ja. Weil es sind vier Sachen, wo noch rausgefallen sind. Dass du da nicht ins Klo machen konntest. Eine schöne Rampe. Nein, du sollst das. Nein, du sollst das außen nehmen, was außen am Silo liegt. Ich krieg mal einen Drehwurm. Mach dir nicht an, der nächste ist unterwegs. Na, guck mal, kommt gleich der nächste. Hm, der Drehwurm krieg ich dann. Ach, der Mike fährt auch, der wollte doch eigentlich schieben, oder nicht? Schieben? Durfte das nicht wieder, wa? Nee, das soll abfahren. Markus hat geschoben. Ist er rausgeflogen, hab ich gedacht. Machst du hier mal eine schöne Rampe, dass wir auffahren können? Nein, deswegen fahren wir mit Dante mal. Also einfach einen steilen Berg. Wenn es verdichtet geht, dann ist es besser. Kann man auch wieder hochfahren, muss man halt vielleicht rückwärts. Wenn es am besten verdichten. Nein, man fährt rückwärts und dann zieht man direkt rein. Ja, ja, kann man. Ja, jetzt kommt ein Fremder. Ein Fremder? Ja, der Markus. Jetzt nehme ich wieder auf. Ja, so fremd ist er nicht, der gehört zum Team, ne? Ja. Aber ich meine, der fährt jetzt zum ersten Mal, jetzt am Abfahren. Achso. Deswegen. Der redet bloß nicht. Mhm. Rede nicht. Lang doch, wenn du redest. Du Nase. Du Lappen. Lappen. Böffer. Ne, jetzt wie fahr mit dem Lappen. Das reicht, wenn du redest. Ah, jetzt kann er wieder reden, ist er? Wer ich? Ja. Nein, der Markus. Ja. Naja. Willst du vorne ran haben, oder? Fahr mal drauf. Warum geht das jetzt bei dir, Markus? Oder nicht? Weil ich mein Mikro eingemacht habe. Was? Das war das ja drauf, Katastrophe. Ich soll die Miete fahren, ich komm schon. Warum fahr ich jetzt rückwärts? Sollte gehen, oder? Ja. Jetzt. Gut, machen wir zuletzt das Zeug hoch. Hättchen gemacht nebenbei. Na, nein. Du bist ja unsere Bilder-Queen. Ja, ich hab schon Bilder gemacht. Was glaubst du denn? Und alle verlinken, ne? Ja, unbedingt.